Ja, also wir haben heute auf unserer Pressekonferenz vorgestellt, dass dieses Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz offenkundig politisch motiviert ist, es sehr, sehr viele juristische Fehler, falsche Tatsachen, Behauptungen etc. beinhaltet. Und die Schlussfolgerung ist da ganz klar, dass diese Beobachtung, Verdachtsbeobachtung sofort eingestellt werden muss, wozu wir das Bundesamt für Verfassungsschutz auch auffordern. Welche Anhaltspunkte haben Sie für die politische Motivation? Haben Sie da Beispiele? Ja, also die politische Motivation liest man ganz klar an der Sprache des Gutachtens. Das heißt, dort werden keine juristischen Maßstäbe angelegt, sondern ganz klar Maßstäbe, die ein linker Soziologe oder Politologe an den Tag wenden würde, der gar keine Ahnung von der Juristerei hat. Und dementsprechend zieht sich das auch durch das ganze Gutachten, weshalb man dieses Gutachten schon eigentlich fast kein Gutachten mehr nennen kann, sondern eher ein Schlechtachten. Das heißt, in Ihren Augen wird das Bundesamt für Verfassungsschutz wird parteitaktisch missbraucht? Genau, das Bundesamt für Verfassungsschutz überschreitet ganz klar seine Grenzen. Es hat nicht die Aufgabe, politisch Einfluss zu nehmen, sondern ganz rechtsstaatlich zu prüfen, ist etwas gegen die Verfassung. Und dadurch, dass das bei uns nicht der Fall ist, ist die Beobachtung halt natürlich auch ungerechtfertigt. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass dann die Beobachtung auch wirklich beendet wird? Ja, also man hat ja immer noch Hoffnung, dass es passiert, aber wenn man es realistisch betrachtet, das Bundesamt für Verfassungsschutz will uns politisch bekämpfen, deswegen rechnen wir erstmal nicht damit, dass das passieren wird. Und das heißt, Sie halten sich rechtliche Schritte vor? Genau, wir werden in Rücksprache mit der Verfassungsschutzkommission der AfD, werden wir da dann die nächsten Schritte beraten, sobald wir Rückmeldungen haben, ob das Bundesamt reagiert oder halt nicht. Und dann die letztendliche Entscheidung gemeinsam auch mit der Mutterpartei treffen, wann und wie wir dagegen vorgehen. Sie haben aber auch reagiert auf dieses Gutachten und auch teilweise Mitglieder aus der JA ausgeschlossen. Naja, also die Ausschlüsse haben weniger mit dem Gutachten zu tun. Wir haben ja halt grundsätzlich bisher Schiedsgerichte gehabt, die halt sehr, sehr langsam arbeiten. Und wir haben einfach Leute ausgeschlossen oder uns von Leuten getrennt, die halt politisch nicht zur Jungen Alternative und auch nicht zur AfD passen. Das heißt, es war weniger eine Reaktion auf das Gutachten, sondern einfach, wo sehen wir uns als Junge Alternative und als Alternative für Deutschland, und dementsprechend die Personen, von denen wir uns getrennt haben, die passen da halt eben nicht dazu. Sie haben auch heute einen neuen, frischen Auftritt künftig der Jungen Alternative angekündigt, ein Rebranding wird geplant. Warum stellt sich die Junge Alternative jetzt neu auf? Ja, also die Junge Alternative möchte sich natürlich kontinuierlich professionalisieren. Und zu einem professionellen Auftritt gehört natürlich auch ein einheitlicher Auftritt und im Sinne der Jungen Alternative auch ein Auftritt, der eben genau diese Werte widerspiegelt, die wir vertreten. Das heißt, eine moderne, freiheitlich-konservative Jugendorganisation, die wir sein möchten, um eben im Wirkungsfeld der AfD auch agieren zu können für die Jugend. Und Sie sehen sich ja fest auf dem Boden der Verfassung oder des Grundgesetzes und haben ja heute auch gesagt, die Junge Alternative, das sind eigentlich die Hüter der Verfassung. Ja, ganz genau. Wir sehen uns als Hüter und Schützer der Verfassung. Wir sehen bei anderen Jugendorganisationen ganz klare Tendenzen, wie sie mit Baseballschlägern Posen machen und zu Gewalt aufrufen oder auch mit gewalttätigen Menschen demonstrieren, der Antifa. Und eben auch vor solchen Auswüchsen möchten wir unseren Rechtsstaat schützen und politisch mit aller Macht dagegen vorgehen. Dann erscheint es natürlich absurd vor diesem Hintergrund, dass Sie beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Genau, der Verfassungsschutz sollte lieber dahin schauen, wo die wirklichen Feinde der Verfassung stehen, und das sind nicht wir von der Jungen Alternative.